Der Dreisatz. Beim Dreisatz überlegen wir, was passiert, wenn wir aus einem Produkt und einem Preis weniger Produkte und natürlich auch einen geringeren Preis machen. Wir haben hier 15 Tomaten, die 3 Euro kosten und möchten dafür jetzt 2 Tomaten, die natürlich weniger kosten müssen. Was rechnen wir? 15 Tomaten entsprechen 3 Euro. Dann haben wir eine Zwischensumme. Eine Tomate entspricht 20 Cent, also 0,20 Euro. Wir haben hier durch 15 geteilt. Und jetzt, um herauszufinden, was 2 Tomaten kosten, müssen wir diese Tomate und die 20 Cent wieder mal 2 rechnen. Das heißt, 15 geteilt durch 15 ist 1 mal 2. Und beim Preis machen wir genau das Gleiche. 3 Euro geteilt durch 15 ist gleich 0,20, also 20 Cent. Mal 2 ist gleich 0,40, also 40 Cent. Das heißt, wir haben jetzt herausgefunden, 2 Tomaten kosten 40 Cent. Wenn euch das Video gefallen hat, gebt mir ein Like und teilt es. Bis dann, ciao!